einen Folge Pechkeks Adventskalender. Grausige Weihnachten, es ist soweit. Heiligabend, der 24. Die Bescherung steht an. Das letzte Türchen ist noch übrig. Das größte von allen. Und da muss ja was richtig Dickes dahinter sein. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Hier seht ihr also nochmal den Kalender. Alles ist aufgegangen. Alle Türchen querbeet durch. Richtig genial natürlich. Schöne Bilder, schön grausig, schön brutal. Schaut euch doch nur mal den Schneemann an. Da schreiende Kinder. Hey, wem wird da nicht gleich warm ums Herz? Aber die 24 ist noch übrig und ihr seht schon den Unterschied. Die ist doppelt so groß. Und die wollen wir jetzt mal öffnen und schauen, was da dahinter ist. Boom! Einmal ein Keks natürlich, wie immer. Oh. Eine Tüte mit Keks und da eine Packung Taschentücher. Heul doch. Wow. Oh, die kann ich zwar nicht essen, aber ich kann meine Tränen zumindest damit trocknen, weil die mich ja jetzt übelst fertig gemacht haben. Also am 24. gleich zwei Dinge auf einmal. Und wir wollen natürlich den Spruch für heute noch... So, da war natürlich der Akku leer, wie auch sonst. Da habe ich wieder Pech gehabt, passend zum Thema. Wollte sagen, die stelle ich mal dahin, die mache ich nicht, aber das Tütchen mach mal auf. Die Kamera ist nämlich auch ein richtiger Assi. Da steht aber da noch 30 Minuten Akku. Und eine Minute später ist sie dann aus, geht sie einfach mitten in der Aufnahme. Ja, was will man da noch machen? Wir haben den letzten Keks natürlich am Start, den bröseln wir wieder auf. Und haben noch ein Sprüchle parat. Ohne Schimmer kann man nicht glänzen. Und das ist die Wahrheit. Ohne Schimmer könnt ihr nicht glänzen. Aber das war's von uns. Ich freue mich natürlich auf meine Taschentücher. Die kommen in meine Sammlung zu meinen Simpsons Taschentüchern. Stelle ich mir auf den Schrank. Andere sammeln Bierstöpsel oder Pfandflaschen. Ich sammle halt Taschentücher, warum nicht? Das war's aber von mir, von Pechkeks, grausige Weihnachten, der Adventskalender. War mal was anderes als immer nur Schokolade. So, den Keks muss ich natürlich wieder essen. Damit man mich auch jetzt wieder nicht versteht, wenn ich jedes Mal mit Vollmund rede. Habt ihr auch vor, euch mal so einen Kalender zu holen? Wie fandet ihr die Idee? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich eine schöne Bescherung, besinnliche Feiertage, frohe Weihnachten und so weiter, was man sonst noch alles wünscht. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.